Hallo, ich bin Kirsten Buchholzer von den Mantikern und schon lange bieten wir sehr erfolgreich Messenger-Beratungen an. Das bedeutet, du schickst eine Frage per WhatsApp, Messenger oder auch gerne per Telegram und ich beantworte dir dann diese Frage mit einer Sprachnachricht und mit einem Auslagebild, das Ganze für 10 Euro, die du mir am besten vorab per PayPal überweist. Ja, und seit kurzem bieten wir das jetzt auch als Videoformat an. Das bedeutet, du machst genau dasselbe, stellst deine Frage in einem der genannten Messenger und dann erhältst du ein Video von mir in dem Format, was du jetzt hier siehst. Also auf der einen Seite siehst du mich, wie ich rede, auf der anderen Seite siehst du die Kartenauslage, die ich dann live ziehe. Stell dir zum Beispiel vor, du fragst mich: Wie geht es in der Liebe weiter? Eine Frage, die recht oft gestellt wird. Dann würde ich jetzt meine Karten zur Hand nehmen, diese Frage in mir bewegen und dann würde ich live für dich 4 Karten dafür ziehen. Eins, zwei, drei, vier. Ja, und diese 4 Karten würde ich dann auslegen. Und du siehst, ich übe noch ein wenig mit dem Format, aber dann hätten wir sie hier liegen. Wie geht es in der Liebe weiter? Das ist die Ausgangssituation, die 4 der Stäbe. Und die 4 der Stäbe bedeutet, dass du in Sachen Liebe ein Plateau erreicht hast. Vielleicht bist du gerade, hast du jemanden näher kennengelernt und zögerst jetzt weiter auf ihn zuzugehen. Vielleicht traust du dich aber auch nach langer Zeit endlich mal wieder heraus aus deinem Schneckenhaus und begegnest neuen Menschen. Ich finde ja, diese Karte sieht sehr nach Social Distancing aus. Oder aber vielleicht ist es auch in der Partnerschaft so, dass du merkst, das ist jetzt irgendwie alles ganz gut, aber es könnte auch mal wieder etwas Neues geschehen. Auf jeden Fall geht es hier darum, etwas Neues ins eigene Leben zu lassen. Und da sollst du aber nicht, dies hier ist die Position, nicht tun, nicht einfach sofort rausgehen, unbedacht alles auf Risiko setzen. Nein, in diesem Fall ist das hier nicht der Fall, sondern du sollst dich mit dem Thema Kraft auseinandersetzen. Das heißt, erst einmal musst du wirklich spüren, was will ich denn genau von der Liebe? Was ist meine Leidenschaft? Welche Bedürfnisse habe ich eigentlich? Wie soll mich mein Partner, meine Partnerin berühren, damit es mir gut geht? Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Und vor allem, was habe ich eigentlich zu bieten, was ich jemand anderen geben kann? Wie sieht es mit meinem Selbstwert aus? Wie sieht es damit aus, wie ich mich selbst lieb habe? Wenn du dich damit auseinandersetzt, wirst du feststellen, dass du vielleicht jetzt noch gar nicht so sehr eine Veränderung in der Liebe brauchst, sondern erst einmal 8 der Münzen dich noch mehr mit dir selbst beschäftigen möchtest. Es kann sogar gut sein bei dieser Karte, dass du gerade dabei bist, dich selbst stärker zu leben. Vielleicht geht es gerade gar nicht so sehr darum, eine Partnerschaft zu haben oder sich intensiv mit der Partnerschaft auseinanderzusetzen, in der du bist, sondern zu sagen, ich möchte jetzt was für mich tun. Me first. Und daran arbeiten. Prinzipiell muss ich aber sagen, dass die Karten hier sehr gut liegen. Du musst dir keine Sorgen machen, dass du, ja, dass du in der nächsten Zeit allein und unglücklich sein wirst. Ob du nun Single bist oder nicht, ist eigentlich relativ egal. Solange du jetzt dich mit dir beschäftigst, dich mit den Themen auseinandersetzt, die dir gerade wichtig sind, kann überhaupt nichts schiefgehen. Ja, ich ziehe dann immer noch die Quintessenz bei einer Legung und habe hier 8 und 8 sind 16 und 4 sind 20. 20, das ist die Karte im Tarot, der Trumpf Gericht. Auch nochmal ein Hinweis darauf, dass du eigentlich gar nicht so sehr selbst jetzt etwas tun musst, um jemanden Neuen kennenzulernen, wenn das ist, oder dafür zu sorgen, dass dein Partner wieder mehr auf dich zukommt. Nein, von außen wird etwas auf dich zukommen, wenn, und das ist wichtig, wenn du jetzt erst einmal dich mit den Dingen auseinandersetzt, die ich gerade genannt habe. Ja. Dies ist die Form der Videoberatung, wie ich sie anbiete. Und das kann natürlich
je nach Frage immer ein bisschen anders aussehen mit der Auslage. Ich benutze gerne das Waite-Smith-Deck, weil die meisten Menschen es kennen und darüber auch die meiste Literatur zu haben ist, wenn du dann noch mal was nachlesen möchtest. Für diese Videoberatung per Messenger nehme ich 15 Euro pro Frage und ich glaube, es wird ein sehr beliebtes Modell werden. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht hast du Lust, das auszuprobieren und ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen Tag. Tschüss.